So, wundert euch nicht, dass ich schon mitten im Game bin, aber mir ist gerade was aufgefallen, was ich bis jetzt eigentlich noch nirgendwo gelesen habe. Nämlich, wenn ihr schon mal in Slurpee Swamp gelandet seid, habt ihr euch schon mal rumgeguckt so richtig? Ich werde euch jetzt mal ein paar Sachen zeigen, was man da nämlich so machen kann, die eigentlich recht nützlich sind fürs gesamte Game eigentlich. Wir werden auch direkt mal da landen. Es hat natürlich was zu tun mit dem Namen Slurp. Wenn ihr überlegt, Slurpee sind ja eigentlich die Schlürfnisse. Und Schlürfnisse geben ja Blue Life. Aber passt jetzt mal auf, was ich euch zeige. Wenn ihr Probleme habt hier in dem Gebiet mit Blue Life, gebe ich euch jetzt einfach mal einen kleinen Geheimtipp. Das habe ich nämlich gerade durch Zufall rausgefunden, weil ich hier gelandet bin, habe keine Waffe gefunden und habe gedacht, komm, renn einfach weg. So, passt auf. Achtung, Blue Life 0. Und Blue Life füllt sich. Ich habe erst gedacht, hä, habe ich mich verguckt? Und es füllt sich wirklich komplett auf. Also zumindest war es ebenso und das war im Solo-Modus. Ich bleibe auch jetzt extra mal hier stehen. Machen wir einen auf ganz stark. Und weg bin ich. Da bin ich. Also es geht nicht bis 50 hoch, sondern es geht wirklich komplett bis 100 hoch. Also wenn ihr wirklich mal in dem Gebiet seid und ihr habt kein Blue Life mehr, geht definitiv hin. Shilan, schon mal danke. Gruß geht raus an der Stelle. Du hast es geschafft ins Video. Und natürlich danke auch für dein Abo. So, das waren erstmal hier die Stelle. Das ist, glaube ich, auch das einzigste Rohr. Ach ne. Warte, auf der Map sehen wir, da geht ein Rohr ins Wasser, da geht ein Rohr ins Wasser und direkt am Anfang. Also wenn ihr hier in der Ecke seid, definitiv gucken, dass ihr Blue Life bekommt. So, gleichzeitig stehen hier diese Kisten rum. Seht ihr? Slurp. Passt auf. Quatsch. Die geben euch nämlich auch Blue Life. Also der Name, ich habe mir noch gar keinen Gedanken darüber gemacht, welchen Namen überhaupt diese Stadt hat. Aber diese Kisten stehen ja überall. Hier stehen sie wieder. Also wenn ihr Probleme mit Blue Life habt, ich wette, es gibt einige, die wissen es halt wirklich nicht. Die geben halt jedes Mal Blue Life. Ich hoffe, ich konnte euch halt damit auch mal weiterhelfen. Wie gesagt, ihr wisst ja, wenn unten die 510 Abonnenten erreicht sind, wird der PaySafe-Code erweitert. Also, wenn du mir ein kostenloses Abo dalassen würdest, würde mich unterstützen und alle anderen natürlich auch, vor allem dich selber auch, weil du kannst den PaySafe-Code dann knacken. Der Code dazu und beziehungsweise die Lösung dazu findest du in der Videobeschreibung. Einfach mal runtergehen, guck dir das Video an, da erkläre ich auch genau, wie alles funktioniert. Und allen anderen sage ich natürlich wie immer danke für alle Kommentare, für Likes etc. Und ich hoffe, ich konnte euch mal was Nützliches sagen. Nicht nur immer die Aufgaben. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.